Man sagt, im Winter ist es kalt. Genau das Gegenteil erwartete mich im Oktober 2017 im sonnigen Ägypten. Natürlich nicht im echten Ägypten, sondern in Assassin's Creed Origins. Und damit herzlich willkommen zu den Game Stories, einem einzigartigen Format von Fragnaht. Assassin's Creed Origins und mich verbindet etwas ganz Besonderes. Ich bin auf das Spiel gekommen, als ich meinte, ich suche ein Spiel wie The Witcher. Ich hab's im Januar 2017 zu Ende gebracht, wovon die erste Folge der Game Stories handelte, und ich war einfach auf der Suche nach einem Spiel, was ähnlich war. Cyberpunk ließ noch auf sich warten und, naja, Multiplayer-Spiele hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt dann auch wahrscheinlich rauf und runter gespielt wie Fahrstuhlmusik, World of Warcraft und Co. hatte ich dann auch das 10. Mal durch und auch Diablo 3. Also bekam ich von einem Kumpel, der Assassin's Creed-Fan durch und durch war, die Empfehlung, hey, schau doch mal dieses Game an. Assassin's Creed Origins, das ist ein Assassin's Creed in Ägypten, ist aber mehr wie The Witcher. Und eben dieser Freund fand das schlecht. Ich persönlich dachte mir, wow, Jackpot, das hole ich mir. Und zum Release des Spiels, das war bis zu diesem Zeitpunkt gefühlt das erste Mal, dass ich zum Launch eines Spiels überhaupt gehypt war, vorab mir Dinge angeguckt habe, Pre-Hype da war, war ich am Start. Ich war zum Release mit dabei. Und dann habe ich's gezockt im Oktober 2017 und es geliebt. Das erste Mal in die Oase von Siva. Sie tut sich vor dir auf in all ihrer Pracht und es ist wirklich imposant. Generell ein Spiel, was durch meiner Meinung nach damals Grafikgewalt und auch ja, eine imposante Open World gepunktet hat. Assassin's Creed Origins ist für mich aber aus mehreren Gründen etwas ganz Besonderes. Ein ganz persönlicher Grund ist der Grund, den ihr auch alle kennt. Assassin's Creed Origins war das Spiel, was für mich der Auslöser war, YouTube zu machen. Ich hatte bis dato schon ein stattliches Equipment, was Audiotechnik angeht, was ich auch jetzt mal wieder einfach nur als Audio-Setup benutze. Und ich bekam immer wieder das Feedback in besagten Multiplayer-Spielen, ey, du bist doch ein YouTuber. War ich natürlich nicht, aber irgendwann dachte ich zu AC Origins, dieses Video hättest du gerne auf Deutsch. Gab's aber nicht. Also dachte ich mir, okay, jetzt bist du YouTuber. Und so wurde am 1.11.2017 mein Kanal gegründet und auch direkt das erste Video hochgeladen zum Elefanten in Assassin's Creed Origins. Heute ist das nicht mehr online, aber ich hab's nochmal quasi nachgestellt und einfach nochmal diesen Guide hochgeladen. Runtergenommen habe ich es aufgrund eines Copyright-Verstoßes. Da war Musik drin, die ich nicht hätte benutzen dürfen. Mies gelaufen, aber der Weg wurde geebnet und mein Kanal wuchs ja auch ziemlich schnell innerhalb eines Monats auf 222 Abonnenten. Innerhalb von 2 Monaten und, ich weiß nicht, 15 Tagen oder so schon fast sogar auf 1000. Das war unglaublich flott und ich bin da bis heute sehr dankbar für. Nun, also das ist die erste Sache, die ich mit Assassin's Creed Origins verbinde. Es hat meinen beruflichen Werdegang geprägt. Damals noch als dualer Student unterwegs, nebenbei ein bisschen Tonstudio gemacht, eigentlich BWLer, dann im Büro Projektmanagement und dann doch YouTube. Und es hat irgendwie bislang geklappt. 5 Jahre mache ich jetzt Content, eine ganz schön lange Zeit. Aber eigentlich war ja das Thema Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins ist ein Spiel, was mich zum ersten Mal ja bewusst auf Ubisoft aufmerksam gemacht hat. Denn vorher habe ich schon etliche Ubisoft-Spiele gespielt, sie aber nicht als Ubisoft-Spiele wahrgenommen, sondern einfach nur so als eigene Marken völlig unabhängig. Ein Beispiel ist beispielsweise Splinter Cell, habe ich geliebt, diverse Teile gezockt, fand ich immer super, Far Cry, auch da den bis dato 4. und 3. Teil extrem gesuchtet und nicht als Ubisoft wahrgenommen, sondern einfach als Far Cry. Publisher waren also kein Begriff für mich, bis auf Blizzard, weil ich halt eben besagt WoW und Diablo 3 bis dato viel gezockt hatte. Das war schon etwas Besonderes, denn dieser Fokus auf Ubisoft-Spiele, den gab es bei mir schon immer. Und das nochmal retrospektiv zu beobachten, fand ich total spannend. Einfach zu sehen, okay, das ist ja alles von einem Publisher. Hatte ich bis dato nicht wahrgenommen und Ubisoft-Spiele sind ja bis heute so
ja, ich will nicht sagen mein Markenzeichen, aber das ist etwas, was ich sehr, sehr viel und intensiv behandle, abseits natürlich von Witcher und generellen Open-World-Rollenspielen. Der dritte Punkt, warum Assassin's Creed Origins für mich so besonders ist, ist natürlich, dass es mich persönlich zu Assassin's Creed gebracht hat und ja, für mich diese Reise eröffnet hat. Das Feuer fürs Credo hat brennen lassen und Bayek war da ein toller Protagonist. Generell finde ich Bayek von Siva ja echt einen spannenden Charakter. Er ist so bodenständig, so nahbar, so dumm und manchmal auch ein bisschen arrogant. Es macht ihn einfach sympathisch und geerdet. Ich glaube, an Ezio Auditore da Firenze kommt er immer noch nicht ran, aber er ist doch schon ein ziemlich cooler Charakter. Der letzte Magi. Was sind eigentlich Magi? Magi sind die Beschützer der Pharaonen und Bayek von Siva war da der letzte. Angetrieben durch die Motivation, der Verlust des eigenen Kindes. Stereotypischer ging's nicht. Da muss man sagen, Ubisoft, das ist langsam mal ausgeschöpft, dieser Motivator. Lasst euch was anderes einfallen. Hat mich dennoch motiviert und die Szene ist bis heute grausam. Ich gucke mir sie bis heute nicht gerne an, weil sie eben Emotionen in mir weckt, die nicht positiv sind. Und das hat Ubisoft natürlich aber gut gemacht. Also dadurch, dass man dann eben sauer wird, erreichen sie ja genau das, was sie erreichen wollten. Das eigentlich Faszinierende an AC Origins, finde ich, ist die Landschaft, die so einzigartig ist. Ich sag's immer wieder, das saftige Nildelta, die Pyramiden, die Gräber, all das ist irgendwie so ein starker Kontrast. Ägypten ist generell ein unglaublicher Kontrast von arm zu reich, von saftig zu ausgetrocknet, von brutal zu schön. Also irgendwie gibt es da viele Extreme und dementsprechend war es ein sehr abwechslungsreiches Spiel. Die Missionen an sich waren auch relativ abwechslungsreich, klar, gab's mal repetitive Dinge. Finde dies, finde jenes, räucher das Nest aus und beseitige die Hyäne. Die Bosskämpfe hingegen waren aber ziemlich kreativ, meiner Meinung nach. Ich denke mal, viele von euch erinnern sich noch an die diversen Unterbosse, die man besiegen musste, um dann nach und nach die Liste abzuhaken. Und das war doch schon ziemlich motivierend, das war ziemlich cool. Auch etwas motivierender als zum Beispiel in Valhalla jetzt einfach nur die Gebiete auf die eigene Seite zu bringen. Irgendwie fand ich das etwas spannender oder konkreter vielleicht, greifbarer, dort so eine Liste abzuhaken mit Targets, die man auslöschen möchte, kann, muss. Die Rache von Bayek als endloser Motivator. Naja, man hätte sich vielleicht etwas Besseres aussuchen können, mich hat's dennoch motiviert. Auch motiviert hat mich das Endgame. Es gab noch einiges an Inhalten, seien es die vier Elefantenbosse oder eigentlich ja fünf. Ein Doppelpack gab es ja, die Prüfung der Götter mit langfristigen Inhalten, die immer mal wieder rauskamen oder. Also da gab es ja wirklich einiges noch an Content, schöne DLCs, die Ubisoft da rausgebracht hat zu Assassin's Creed Origins. Bis heute ist es mein Lieblings-Assassin's Creed und ich hoffe, dass dieser Titel eines Tages mal von einem anderen Assassin's Creed gewonnen wird, aber bis dato ist das nicht in Sicht. Wer weiß, was Assassin's Creed Codename Red in Japan so schafft, das hat Potenzial. Selbiges gilt für Assassin's Creed Codename Hexe in Deutschland. Auch das hat Potenzial und könnte super spannend werden. Mal schauen, schauen wir mal, was wird. Was wird, wir freuen uns. Ja, die Open World, die hat mich so sehr begeistert, dass ich danach auch wirklich Open World hungrig wurde. Eigentlich vorher schon The Witcher, aber Origins hat das nochmal bestätigt. Zwischendurch auch so ein bisschen Shadow of Mordor, Shadow of War, war aber nicht das gleiche. Sodass ich dann auch später Far Cry unbedingt suchten wollte. Und das wurde tatsächlich auch mein Lieblings-Far Cry. Dazu vielleicht nochmal eine ganz eigene Folge von den Game Stories. In den Game Stories möchte ich auch immer mal so ein bisschen umschreiben, was mich an den Games begeistert und was ich damit verbinde. Denn ich glaube, jeder da draußen hat eine ganz eigene Geschichte, die er oder sie mit verschiedenen Videospielen verbindet. So war es bei mir Origins, die Reise des Kanals, die Gründung des Kanals und damit einhergehend auch mein beruflicher Werdegang und eine Leidenschaft für eine Videospielreihe, die ich bis dato nicht entfacht hatte. Vielleicht habt ihr ja eine ähnliche Geschichte, bei den meisten wahrscheinlich dann AC2,
Einige sind auch mit Origins und Odyssey tatsächlich erst eingestiegen und ich finde, das hat Ubisoft ganz gut gelöst, dass man da im späten Verlauf doch noch gut reinfindet in die Reihe, ohne zu viele Fragen zu haben, was denn jetzt irgendwas ist. Also in einem kleinen Satz wird dann doch mal erklärt, was vielleicht ein ISO ist oder so, auch in den neueren Teilen. Generell bin ich immer noch begeistert von dieser Spielereihe, auch wenn Assassin's Creed Valhalla vielleicht nicht, ja, der goldene Stern am Horizont war mit Bakhala, dennoch war es ein schönes Wikinger-Spiel, das sei mal festgehalten. Und ohne Bugs macht es dann auch sehr viel Spaß. Ich freue mich, das Ganze auch demnächst nochmal zu spielen im Assassin's Creed Marathon. Werd sicherlich eine Weile dafür brauchen, aber das sehe ich dann als Herausforderung. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr mit Assassin's Creed Origins verbindet, was vielleicht euch zu diesem Spiel gebracht hat, ob es vielleicht etwas Besonderes für euch war oder einfach besonders schlecht. Hat es euch vielleicht durch eine dunkle Zeit geholfen oder, ja, keine Ahnung. Vielleicht fandet ihr es auch einfach nur kacke. Auch das möchte ich dann gerne wissen, wenn es euch enttäuscht hat. Das sind ja auch spannende Dinge und daraus kann der eine oder die andere vielleicht noch ein bisschen was lernen, für sich mitnehmen und dann sind wir hoffentlich alle konstruktiv miteinander. Ich freue mich, dass das Format ganz gut bei euch angekommen ist, wenn ich einfach nur rede. Vielleicht machen wir auch einen Einschlaf-Podcast daraus, in dem ich einfach ganz ruhig über irgendwelche Games rede und ihr könnt das dann zum Pennen hören. Wäre doch auch eine Idee, oder? Naja, ich möchte euch jetzt gar nicht weiter aufhalten. Origins super. Coole Landschaft, coole Open World, spannender Protagonist. Nicht zu lang mit 35 Stunden. Ich finde es ein gelungenes AC und das ist für mich ja fast schon die perfekte Mitte aus Rollenspiel und Oldschool Assassin's Creed. Ich hoffe, diese Folge kratzt nicht so. Bei der letzten kam mal das Feedback, meine Stimme würde kratzen. Ich habe mal geschaut, ja, ich habe den Limiter ein bisschen überreizt und war teilweise mit 3 bis 5 Dezibel abgeschnittenen Peaks am Start. Das bedeutet, dass de facto Informationen zu laut waren. Ich hoffe, dass das dieses Mal nicht der Fall ist und wünsche euch jetzt auf jeden Fall den besten Tag aller Zeiten. Vielleicht machen wir so ein Format, ja, jede Woche mal oder jeden Monat oder wie ich Bock habe. Ich finde es auf jeden Fall mal total entspannt, abseits der Kamera zu sprechen, denn man hat ja schon einen anderen Sprachrhythmus, wenn man sich aufs Sprechen konzentriert. Das ist generell eine Sache, die ich auch in der Sprecherausbildung gelernt habe. Sprechen will gelernt sein. Du solltest dich darauf konzentrieren, dich darauf einlassen und das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Ich bin gespannt, eure Origins-Stories zu hören. Im Hintergrund habt ihr nochmal den Anfang von Origins gesehen und wir sehen uns dann im nächsten Game-Stories-Video. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Je nachdem, ob ich es fühle. Bis dann, euer Kann. Stefan natürlich. Macht's gut. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.